So, meine Ladies and Gentlemen, ja, wir sind jetzt diesmal, habe ich das auf dem Gimbal mal umgedreht, damit wir mal hier 4K aufnehmen können. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende dann auf YouTube aussieht, ob das auch wirklich als 4K bei euch ankommt. Im Weitwinkel übrigens mit dem Xiaomi Mi 9T. Für die Leute, die es interessiert, ich verlinke es euch einfach mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr Bock drauf habt, ist ein Affiliate-Link, dann könnt ihr mich ein bisschen unterstützen, wenn ihr darüber das kauft. Dann kriege ich nämlich eine kleine Provision. Ja. Man sieht, ich bin immer noch hier im Krankenhaus und ja, gleich wird erstmal CTG wieder gemacht, da wollen wir mal gucken, was dann Sache ist. Meine Frau hat gerade erstmal gegessen und gleich kommt jetzt auf jeden Fall noch eine Freundin vorbei und ja, die bringt dann erst nochmal Duschgel mit, eine andere Zahnpasta, weil die Zahnpasta, die meine Frau jetzt hat, die schmeckt ihr wohl nicht so und ja, noch ein paar andere Frauenbedarfsartikel, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Was relativ amüsant ist, im Zimmer, wo meine Frau drin liegt, da hört man quasi die ganze Zeit den Helikopter starten und landen. Das heißt die ganze Zeit, aber hin und wieder hört man den Helikopter starten und landen. Das ist relativ interessant. Ich habe eben mal probiert zu filmen, aber ja, leider hat man es nicht gesehen. Aber kann man machen, nix, muss man nehmen hin. Und ja, wir sind jetzt halt hier, wie gesagt, immer noch im Uniklinikum Gießen. Eigentlich wollte meine Frau ja hier in dem katholischen Krankenhaus unseren Kleinen zur Welt bringen. Nur, naja, daraus wird jetzt wohl nichts mehr, weil jetzt ist sie halt schon mal hier und dann, ja, ist, sorry übrigens wegen dem Wind gerade, ich sag, jetzt ist er halt eben schon mal hier und dann kann man halt nichts machen. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich finde hier das Personal halt auch super freundlich. Und auch generell die Anlage hier ist super freundlich und es sieht halt super schön aus. Also ich meine, auch wenn ich jetzt hier mal mich so ein bisschen drehe, ja, könnt ihr mal so hinter mir gucken. Sieht eigentlich ganz schön aus, wie ich finde. Ist halt hier schön gemacht. Vor allem, was ich euch zeigen wollte, da hinten, na, komm. Da hinten ist halt direkt ein Parkhaus, kann man halt wunderbar schön parken und ja. Ich war sogar echt am überlegen, ob ich heute Nacht einfach im Auto schlafe, weil das Problem ist, ich wollte eigentlich hier im Krankenhaus übernachten. Ich habe wirklich probiert, halt, ich habe halt bei der Stationsleitung sowas angerufen, habe halt echt probiert, dass ich so eine Art Doppelzimmer irgendwie mit meiner Frau gemeinsam kriege vielleicht, dass wir dann da, dass ich halt mit dabei schlafen kann, dass sie halt nicht alleine ist, weil wenn es dann losgeht, wäre ich halt schon echt gern dabei. Zumal ich halt auch die Nabelschnur von meinem Sohn durchschneiden möchte. Und ja. Aber ja, ist jetzt halt erstmal nicht so, weil es halt leider keine Kapazitäten gibt. Es gibt halt kein Zimmer, wo ich dann halt mit rein könnte und aktuell. Aber später, wenn der Kleine dann da ist, also für Nachbereitung, also das heißt Nachbereitung, also für diese Nachsorge und so, da gibt es dann so Familienzimmer, da kann ich dann auf jeden Fall mit rein. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf, weil ja, ich kann es halt echt kaum abwarten, meinen Kleinen so zu sehen. Ich will seine Persönlichkeit kennenlernen. Ich will sehen, wie sich sein Charakter immer mehr und mehr entwickelt. Wie er vielleicht dann irgendwann die ersten Krabbelversuche macht, dann die ersten Gehversuche, die ersten Worte. Das ist einfach so ein kleines Wunder. Vor allem, wenn ich dann halt auch beim CTG seine Herztöne höre und dann halt, dann ist er meistens auch sehr aktiv. Und dann halt eben danach ist er dann halt auch noch manchmal aktiv, wenn ich ja meine Hand drauf halte. So ein, halt zu spüren, dass da halt der Kleine sich so bewegt und so richtig aktiv ist, ist halt echt ein mega schönes Gefühl. Und ja, dann ja, dann bin ich innerlich so richtig so, weiß ich nicht, kann ich gar nicht erklären. Das ist auf jeden Fall ein mega schönes Gefühl. Oha, hier ist auch voll schön, hier kann man sich richtig schön hinsetzen. Ach ja. Ach, nimmt das überhaupt noch auf hier? Ja, nimmt doch auf, wunderbar. Ich hoffe, die 4K-Aufnahme kommt gut bei euch an. Ich hoffe, da leckt jetzt auch nichts und ich hoffe, das Audio ist genauso gut wie, also nach wie vor so gut wie die ganze Zeit. Ich weiß nur nicht, das sind halt bei dem Xiaomi Mi 9T hier drei Kameras und ich weiß nicht, in welche der drei Kameras ich gucken soll, weil ich habe jetzt ja 4K im Weitwinkelmodus und ich habe keine Ahnung, welche Kamera jetzt aufnimmt von den dreien. Ja, ich sag euch, Papa werden und das Ganze drumherum, das ist schon echt
ist eine aufregende Zeit auf jeden Fall. Und ich will mich nochmal wirklich in aller Form dafür bedanken. Ich habe ja auf dem Hauptkanal, auf Schimmer Media HD, habe ich ja ein Video hochgeladen, wo ich euch erklärt habe, was aktuell los ist und so, warum halt da keine Videos kommen, weil ich halt hier, ne, Papa werden ist halt zeitaufwendig. Frauen wollen, dass man sich um sie kümmert. Der Sohnemann möchte auch ab und zu mal Papas Hand spüren. Und ja, das sind halt alles so Sachen, da ist halt dann nicht mehr viel Zeit, großartig irgendwelche Videos zu schneiden und so. Deswegen halt der Zweitkanal Schimmer Media Raw, wo ich dann halt hier solche Videos einfach mal so uncut, zack, bum, bang, einfach hochladen kann, dass sie halt ja, einfach direkt online sind. Und das macht mir auch ehrlich gesagt Spaß hier, dieses Vlog-Style-mäßige finde ich eigentlich ganz schön. Und vor allen Dingen, ich mag auch eure Kommentare. Und bei dem Video, was ich eben angesprochen habe, bei Schimmer Media HD, die Kommentare, sowohl ich als auch meine Frau, wir lesen die Kommentare die ganze Zeit und die ganzen Glückwünsche und dass sie uns alles Gute wünscht und. Ja, und auch teilweise haben Leute geschrieben, ich meine, hey, der Kleine sollte eigentlich 30. Oktober kommen, das war der errechnete Termin. Und naja, heute ist jetzt der 31.8., dezent einfach mal 2 Monate früher. Eigentlich so nicht geplant. Wir haben jetzt auch noch keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, nix, weil halt irgendwie das so, ja, nicht so der Zeitplan war einfach. Und ja, aber ist jetzt halt eben so. Und ja, dann wollen wir halt mal gucken, was jetzt halt eben so noch alles passiert. Und freuen uns auf jeden Fall auf die Zeit. Und vor allem eine Freundin von uns, die hat halt auch ihren ersten, nee, war eine Tochter, glaube ich, ihre erste Tochter bekommen ohne Geburtsvorbereitungskurs. Nee, Quatsch, die hat einen Geburtsvorbereitungskurs gehabt, hat meine Frau erzählt, aber sie hat gesagt, der hat ihr eh nichts gebracht. Von daher sind wir da relativ entspannt und machen uns da nicht ganz so die großen Sorgen. Ja, vor allem, ich hoffe so, dass, ich meine, ist halt gerade blöd, dadurch, dass ich halt immer nicht bei ihr sein kann, sondern halt immer wieder hin und her pendeln muss. Ich hoffe aber, dass ich in dem Moment, wo es dann losgeht, dabei bin. Ich meine, bin zwar so als Kontakt hinterlegt, aber na, von Frohnhausen nach Gießen hier zu fahren und gerade mit den ganzen Baustellen und Stauen hier und da, und hast du nicht gesehen und pipapo, ja, ist halt schwierig. Aber gut, ich sag mal so, selbst wenn ich nicht dabei bin, dann ist es halt eben so. Ich freue mich, Hauptsache, er ist gesund und alles ist gut und ja, da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. So, jetzt kommt gleich noch eine Freundin von uns, wie gesagt, die bringt dann halt ein paar Sachen vorbei. Und ja, dann, ich meine, wir haben jetzt 18:37 Uhr. Ich bin auf jeden Fall noch ein paar Stündchen hier, weil um ein, nee, Quatsch, um 20 Uhr ist Ende der Besuchszeit, aber auf der Station ist alles ganz gechillt. Die haben auch gar kein Problem damit. Also die Papis, die dürfen ruhig auch mal ein bisschen länger bleiben. Da hat bis jetzt noch keiner gemeckert. Und ja, heute habe ich meiner Frau vor allem richtig viel Zeug mitgebracht. Ich habe so 2 riesengroße Taschen einfach dabei gehabt und noch einen Rucksack. Nee, Quatsch, eine Tasche und einen Rucksack. Ups, ich muss das letzte Stückchen nochmal so filmen. Ich habe jetzt das Gimbal schon abgemacht. Ich habe eben, scheinbar hat das Video eben von alleine aufgehört. Was ich noch sagen wollte, ich habe die Verabschiedung nämlich eben, die war dann abgeschnitten. Was ich noch sagen wollte, ich musste unbedingt heute noch einen zweiten Vlog machen, weil beim ersten Vlog habe ich einfach komplett vergessen, euch Danke zu sagen für die ganzen netten Kommentare, die ihr geschrieben habt und das erreicht uns hier komplett und wir freuen uns echt mega darüber. Hab echt die beste Community, die man sich wünschen kann. Und in diesem Sinne, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.